Jetzt geht es um Beater, die einen großen Einfluss auf den Sound haben. Zunächst hört ihr einen Beater mit einer Plastikschlagfläche, relativ harter Attack. Dann kommt ein Beater mit einer Gummischlagfläche, das ist der hier. Dann kommt ein klassischer Filz-Fließ-Beater. Innen ist ein Filz- oder Korkkern, außen ist Fließ, sehr weicher Ton, wenig Attack. Dann kommt die Wahl vieler Metal-Schlagzeuger, ein harter Beater aus Holz, sehr starker Attack, sehr aggressiv im Anschlag. Als letztes haben wir hier den Vahan Triozone-Beater. Das ist ein Spezialbeater mit einer sehr breiten Filz-Schlagfläche, der eher mittig klingt, mit relativ viel Anschlag, aber deutlich weniger aggressiv als ein Beater aus Holz oder aus Plastik.